Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, heiße ich dich ganz herzlich auf diesem Bastel-Channel willkommen. Und heute widmen wir uns mal etwas ganz anderem und zwar einfach nur einer Dekoration. Ich war nämlich einkaufen und habe dort ganz normale, simple Papiertüten gefunden, also Geschenkpapiertüten, die ich gerne selbst dekorieren möchte. Ich habe sowas in der Facebook-Gruppe gesehen und fand das eine super Idee und da mir die in die Hände gefallen sind, dachte ich, na, nimmst du mal mit und probierst du mal aus. Daraus ist geworden diese super schöne Geschenktüte. Ich habe da auch Blumen verarbeitet, die ich in dem Video zuvor gemacht habe. Es ist ein kleines Label drauf. Das Motivpapier ist von Craft the Clock. Sieht super, super schön aus. Die Basic-Tüte, die war weiß, die habe ich von Rossmann gekauft. Ja, aber ich denke, sowas kriegt man fast überall in der Stadt, diese Basic-Geschenktüten. Ich habe da noch nie drauf geachtet und jetzt sind sie mir einfach mal ins Auge gefallen, eben weil ich diese Idee schon im Internet gesehen hatte. Und ja, wenn du wissen möchtest, wie ich diese Tüte hier dekoriert habe, dann bleib gerne dran. Nach dem Intro geht's los! So, beginnen wir mit den Materialien für diese Geschenktüte. Diese Geschenktüte, also ich habe hier einfach eine Geschenktüte, eine fertige gekauft. Die ist jetzt von Rossmann. Ich glaube, die gibt es sogar im Fünferpack, war gar nicht so teuer. Ich glaube 2,95 € für diese Geschenktüten. Und die möchte ich jetzt einfach verzieren, sodass sie einfach sehr schön aussieht und super gut verschenkt werden kann. Dafür habe ich mir Motivpapier ausgesucht, in dem Fall von Craft the Clock. Ich habe mich für dieses Set hier entschieden. Force of Gentleness. Oh Gott, das ist jetzt kein Wort für mich. Auf jeden Fall dieses Paperpad habe ich mir ausgesucht. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Ist jetzt mit Gelb. Gelb ist eigentlich gar nicht so meine Farbe, muss ich sagen. Aber dieses Frühjahr habe ich so richtig Lust auf Gelb. Ich weiß nicht, woran es liegt oder warum es so ist. Ich habe ja auch extra in einem vorherigen Video dafür Blüten vorbereitet. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Ja, ich bin begeistert von dieser Farbe. Da habe ich mir einfach nur ein Paperpad genommen und habe mir zwei Stücke zurechtgeschnitten in den Maßen 14,7 mal 14,7, weil die Tüte 15 auf 15 cm groß ist. Also richtig schön quadratisch. Da passt auch eine quadratische Karte, denke ich mal, sehr gut rein. Und ja, das will ich jetzt ganz einfach verzieren. Bedeutet, wir kleben jetzt auf die Vorderseite, hätte ich gerne dieses Motiv mit der Ballerina, fand ich ganz hübsch, einmal auf. Und ich verziehe jetzt auch in erster Linie erstmal nur die Vorderseite, weil für die Rückseite müssen wir dann die ganze Geschenktüte einmal aufklappen und auseinandernehmen. Und auf der Rückseite ist sowieso ein Knick drin, wenn ihr das mal seht, weil die so gefaltet sind und da kann ich das später nicht nochmal falten. Deswegen mache ich erstmal die Vorderseite und kümmere mich dann um die Rückseite. So. Das einmal gut andrücken. Ich habe mir hier auch noch ein Schildchen zurechtgeschnitten, das möchte ich hier dann so dranhängen. Dann, wie gesagt, habe ich jede Menge von diesen Blüten. Ein bisschen Schleifenband habe ich mir zurecht gemacht. Dann habe ich jede Menge Blätter mir ausgestanzt und ein bisschen Distress mit einem anderen dunkleren grauen Ton. Also ich habe sie mit einem hellen grauen Ton ausgestanzt und mit einem dunkleren grauen Ton die Kanten oberhalb ein bisschen distressed. Dann habe ich mir noch zwei Schmetterlinge ausgesucht in dem Gelb und ein Stück Chipboard. Das Chipboard, bevor wir das jetzt verwenden, möchte ich das gerne in Schwarz embossen, damit es einfach nochmal so einen Effekt hat. Könnte man natürlich auch in Weiß machen. In dem Fall möchte ich es jetzt tatsächlich in Schwarz machen. Bedeutet, ich nehme mir meine Embossing-Tinte. Und gehe jetzt einfach nur über dieses Stück Chipboard drüber.
so dass wirklich die ganze, dieses ganze Chipboard-Stück ein bisschen Wörsermark abbekommt, greife mir dann meine Embossing-Schale. Das hatte ich damals in dem Starter-Set drin. Das ist richtig praktisch, das Teil. Schwarzes Embossing-Pulver. Und gebe dieses schwarze Embossing-Pulver einmal komplett über das Chipboard drüber. Sieht sehr dunkel aus. Und jetzt nehme ich mir eine Pinzette, hole das raus und klopfe da so ein bisschen von hinten drauf, sodass mir nicht zu viel von dem Pulver abfällt. Aber es natürlich auch gut aussieht am Ende. So. Okay. Dann kommt unser Embossing-Föhn. So, wenn das geschmolzen ist und man es ein bisschen abkühlen hat lassen, dann sieht das jetzt so aus und es glänzt jetzt natürlich sehr, sehr toll. Und das möchte ich jetzt als Effekt hier auf die Tüte mit aufbringen. Ihr seht selber, wie toll das aussieht, noch mit dem Gelb. Und dann die Blumen drüber drapieren und die Blätter. So ein bisschen zumindest, dass es einfach einen schönen Effekt hat. Vielleicht so ein Dreier gespannt. Spann hier hin, dass es nicht verdreht. Oder man macht das so. Da muss man jetzt mal ein bisschen gucken, wie man das arrangiert. Ich glaube, ich werde es wahrscheinlich so machen. So, dass man es natürlich noch sieht, aber das jetzt muss man nur gucken, wie man das aufbringt, dass man den Heißkleber später nicht so gut sieht, ne? So. Also ich habe darauf jetzt geachtet beim Heißkleber, dass ich es vor allem in die Ecke aufbringe unter das Chipboard, wo wir auch die Blüten ansetzen später, damit der Heißkleber einfach nicht auffällt, ne? Und dann setzen wir hier jetzt die Blüten auf. Also für dieses Blütenkleben, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, braucht ihr auf jeden Fall Heißkleber. Also die könnt ihr nur schwer mit normalem Kleber aufkleben. Also es geht zwar schon mit jeder Menge Kleber, aber dann habt ihr halt auch die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch die Blüte nicht dauerhaft auf eurem Projekt hält, halt einfach auch sehr hoch. Jetzt kann man halt einfach mal gucken, was für Blätter man da arrangiert, ob man jetzt diese hier nimmt oder auch mischt. Mischen könnte man die natürlich auch, weil es natürlich die Frage ist, welche Blüten gemischte Blätter haben, ne? Aber gut. Ich glaube fast, ich tendiere eher zu diesen Blütenblättern. Nur so vom Gefühl her tatsächlich. Ich brauche auch nicht immer Blätter tatsächlich auf Projekten, aber in dem Projekt fand ich jetzt Blätter tatsächlich gar keine schlechte Idee. Das so aufbringt. Dann vielleicht hier noch ein Schmetterling dazu. Und vielleicht noch eine Schleife. So, hier unten würde ich es jetzt nicht anbringen, die Schleife,
So, wenn ich eine Schleife anbringen würde, dann schon eher hier. Das sieht ja auch ganz hübsch aus, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, wir bringen jetzt erstmal die Schleife auf, bevor wir die Blätter aufbringen. Auch hier mache ich das mit Heißkleber. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Und dann beginnen wir mit den Blättern. Würde ich sagen, dass die dann nach und nach gesetzt werden. Ich empfehle euch, wenn ihr die Blätter aufbringt, da auch mit Heißkleber zu arbeiten, weil ihr da einfach die Möglichkeit habt, auch in Dimension oder nach oben zu stecken und es klebt am Ende fest. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus, meiner Meinung nach, aber gut. So. Jetzt gucken wir mal, brauchen wir noch einen Schmetterling? Sollen wir noch einen Schmetterling? Die ist dann halt schon sehr 3D-mäßig. Wenn ihr das sehen könnt. Vielleicht hier in die Mitte von der Schleife, aber dann eher einen kleineren vielleicht. Nicht diesen großen, eher den kleineren. Oder doch den großen. Na, wenn den großen. Der große sieht schon besser aus. An der Stelle. Vielleicht hier nochmal den kleinen. Dann hat er im Grunde genommen auch, man könnte natürlich beide Seiten groß ausdekorieren, aber ich glaube, ich mache das tatsächlich nur auf einer Seite, damit man auf der einen Seite wirklich so eine richtige Vorderseite hat und auf der anderen Seite einfach die Rückseite, wo man vielleicht, weiß ich nicht, was man auf der Rückseite machen soll. Also ich mache da natürlich Motivpapier drauf, einfach damit die Tasche schön aussieht, aber ob das sich lohnt mit einer 3D-Dekoration, ich glaube fast nicht, weil man stellt sie ja, wenn dann so hin und dann sieht man ja sowieso nur eine Seite. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da machen würdet, ob ihr beide Seiten oder nur eine dekorieren würdet. So, mit der Großdeko bin ich jetzt eigentlich schon fertig. Das bedeutet, ich falte jetzt einmal auseinander die Tasche. Und ihr seht, da passt schon einiges rein in solche Geschenktüten. Also die von Rossmann kann ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt wo ich die sehe so. Super. Und hier wird jetzt einfach das zweite Blatt Papier sozusagen aufgeklebt. Weil wenn die Tüte natürlich liegt, ist das einfacher, als wenn sie steht. Aber es scheint zu funktionieren. Jetzt einfach nur noch von innen rein. Vielleicht hier einmal hinlegen. Von innen nochmal drücken. Haben wir hier noch so ein kleines Label, was ich hier noch gerne ran gemacht hätte. Das heißt, wir brauchen einmal die Crocodile oder eine Lochzange. Das ist übrigens auch kein Stempel, das ist einfach nur ausgedruckt.
zugeschnitten und aufgeklebt. Ich finde auch, man muss sich nicht für alles einen Stempel zulegen. Das ist irgendwie so oft benutzt man vielleicht dann doch nicht. So, und dann haben wir hier so ein bisschen Goldband. Das fädel ich jetzt einmal durch und mache es hier einmal ran. Okay, und dann ist hier auch noch so ein kleines Label. Natürlich, wenn das jetzt so runterfällt, verdeckt das ein bisschen die Tänzerin. Aber gut. Man könnte es auch hier hin machen, aber dann, naja. Auf jeden Fall ist das jetzt sozusagen Tüte. Jetzt mache ich noch ein paar Steinchen drauf. Da könnte man jetzt so Gold-Metallic-Steinchen, um einfach das Gold noch mal ein bisschen aufzugreifen. Oder so helles Gold. Ich glaube fast, was nehmen wir? Ich glaube fast das helle Gold gefällt mir besser. Auf dem Label natürlich eins. Und auf der Box das ein oder andere Strasssteinchen. So. Okay, das wäre sozusagen die Geschenktüte und stellt sie dann auf. Hat natürlich auf der Rückseite auch nochmal Motivpapier. Ja. Also ich finde das eigentlich mal eine schöne Idee, was zu verschenken, dass man halt einfach, wenn man zum Beispiel ein schönes Geschenk gefunden hat in der Stadt und das kauft, dass man halt einfach eine schöne Übergabe hat sozusagen. Einfach eine schöne Geschenktüte. Diese Geschenktüten sind ja auch immer wieder verwendbar tatsächlich. Also wenn man da jetzt keine Personalisierung drauf macht, könnte die Person sogar die Geschenktüte nochmal verwenden und an jemand anders weiter verschenken, wenn sie mal eine Geschenktüte braucht. Ja, sagt mir doch mal gerne, wie ihr dieses Projekt fandet. Wie ihr generell diese Farbkombination findet. Also wie gesagt, ich stehe momentan sehr auf Gelb. Ich mag das Papier auch total gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Könnt ihr euch auch die Glocke aktivieren. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss!